Herr Präsident, Frau Ministerin Klöckner, meine Damen und Herren! Keine Frage, Frau Klöckner ist eine hochmotivierte Ministerin, die mit Freude die Leitung ihres Ressorts wahrnimmt. Die Ministerin zählt zu den umtriebigsten Kabinettsmitgliedern, so die FAZ vor einigen Wochen. Ihr voller Terminkalender ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass sie sich selbst eine hohe Leistungsvorgabe gestellt hat. Denn das ist nachzulesen bei ihrer Berliner Rede, die sie zum Erntedankfest 2018 gehalten hat. Unabhängig von dieser Rede hat Frau Klöckner viele Vorschläge und Initiativen ihres Hauses angeregt oder auf den Weg gebracht. Frau Klöckner, beherzigen Sie ein wenig die alte menschliche Erfahrung, weniger ist mehr. Oder schärfer formuliert, Aktivitäten sind noch keine Effektivitäten. Viele Ihrer guten Ideen versanden oder werden bedauerlicherweise auf die lange Bank geschoben. Beispiele: Problem Wolf. Er gehört zwar nicht zu Ihrem Ressort, aber die negativen Folgen dieser Raubtiereinbürgerung haben ausschließlich die Menschen in Ihrem Verantwortungsbereich zu tragen. Setzen Sie sich bitte dafür ein, dass auch in Deutschland eine Höchstzahl für die Wolfspopulation festgelegt wird. Die Reduzierung der ersten Säule der GAP schon im Haushaltsjahr 2020 zugunsten der zweiten Säule, wie kürzlich wohl im Kabinett beschlossen, findet nicht unsere Zustimmung. Was ist mit der Verschärfung der Düngeverordnung? Sie waren kürzlich diesbezüglich in Brüssel. Es kann nicht das Ziel Ihrer Politik sein, eine weitere Verschärfung der Düngeverordnung zu akzeptieren. Klug wäre es, die Auswirkungen der Düngeverordnung von 2017 abzuwarten bis zum Jahr 2021. Es ist gut möglich, dass dann erkennbar wird, dass die jetzt geltende Düngeverordnung hinsichtlich der Nitratbelastung des Grundwassers ausreicht. Wie weit sind Sie mit Ihrer wichtigen Initiative Reduzierung der Lebensmittelverschwendung? Frau Ilse Aigner, Agrarministerin von 2008 bis 2013, hat sich an dieser Mammutaufgabe schon versucht, ohne Erfolg. Die letzte Frist, in der die betäubungslose Ferkelkastration erlaubt ist, geht rapide zu Ende. Was haben Sie für die Ferkelproduzenten in der Schublade? Beenden Sie die Kakophonie in den eigenen Reihen hinsichtlich des Tierwohllabels. Seit 2 Jahren wird Geld in die Hand genommen, um ein Label auf freiwilliger Basis einzuführen. Jetzt wird plötzlich von Teilen der Koalition ein verpflichtendes Label gefordert. Das kann es nicht sein. Ein ganz wichtiger Punkt. Die Ministerin wollte sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass auch für das Risiko Trockenheit der ermäßigte Versicherungssteuersatz in Höhe von 0,03% der Versicherungssumme zum Tragen kommt. Wie weit ist die Angelegenheit gediehen? Und, Frau Klöckner, ist es nicht auch an der Zeit, von der Ernährungsministerin ein dort deutliches Wort zu den Forderungen aus dem Ökospektrum einzufordern, wegen der Halbierung oder der gänzlichen Eliminierung des Fleischkonsums? Derzeit sollte der Burnout des Waldes ganz oben auf Ihrer Agenda stehen. Es handelt sich um eine Jahrhundertkatastrophe, so die Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Waldbesitzerverbände. Hier hat es frühzeitig an einem Hilfsprogramm für den deutschen Wald durch das Landwirtschaftsministerium gefehlt. Die Herren von der Marwitz und Schirmbeck, beiden wird man ihre Kompetenz für den Wald nicht absprechen können, haben auf einer Pressekonferenz am 28. August ein Hilfsprogramm für den notleidenden deutschen Wald gefordert. Für das Herausschaffen des Windwurf- und Käferholzes sowie die Wiederaufforstung der Kahlflächen seien 2,3 Milliarden Euro erforderlich. Einen Tag später hat dann Frau Klöckner bei einem Fachgespräch mit den Forstverbänden eine 500 Millionen Euro aus dem Klimaschutzfonds in Aussicht gestellt. Immerhin. Gleichzeitig hat sie ein umfangreiches Wiederaufforstungsprogramm für 110.000 Hektar Kahlfläche angekündigt. Sehr gut. Aus Klimaschutzgründen dringend geboten. Aber, Frau Ministerin, Sie benutzen bei Ihren Ankündigungen immer recht zahlreich den Begriff Nachhaltigkeit. Tragen Sie doch bitte Sorge, dass Ihre Ankündigungen auch nachträglich umgesetzt werden.
Wie schon bei den Beratungen zum Haushalt 2019 wiederhole ich hier für das Zahlenwerk 20 meine grundsätzliche Kritik. Die haushaltspolitischen Grundsätze Wahrheit und Klarheit sowie Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit haben bei dem vorliegenden Entwurf keine Beachtung gefunden. Einige Beispiele: Deutsches Zentrum für Ernährungsforschung, 2,5 Millionen Euro. Dieser Titel wurde neu geschaffen. Die sparsame Haushaltsführung gebietet es, diesen Titel zu streichen. Die Personalausgaben für die Bundesanstalt für Landwirtschaft haben gegenüber dem Vorjahreshaushalt einen Aufwuchs von 15 Millionen Euro. Aufträge und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 300%. Beim Friedrich-Löffler-Institut 6 Millionen Euro Aufwuchs für die Personalbesoldung. Offenbar ist hier eine neue B3-Stelle geschaffen worden. Warum? Für wen? Beim Biomasse-Forschungszentrum wird einem Stelleninhaber neben dem beträchtlichen B2-Gehalt eine besondere persönliche Zulage von monatlich 1.050 Euro gewährt. Dafür heben wir nicht die Hand. Es ist geboten, bei den Personalaufwendungen genau hinzuschauen. Die Erhöhungen gelten ja nicht nur für dieses Haushaltsjahr, sondern sie gelten für die gesamte Beschäftigungszeit. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Ja, in der zweiten Lesung werden wir uns mit dem Zahlenwerk noch näher befassen. Die AfD wird ihr Votum zum Haushalt davon abhängig machen, wie die Koalition mit unseren Änderungsanträgen umgeht. Danke.